Ja, die Kiste kostet über 1 Million, Alter. Pass auf. Hast du dich gerettet? Vorsicht. Ich kontrolliere mich gerade, weil die Kamera an ist. Wir sinken. Aber das ist nicht das Einzige, was abstürzt, denn auch die Preise auf marktüber.com sinken rapide. Limitierte Bundle-Deals, jetzt verfügbar. Bis zu minus 50% reduziert. Und vieles, vieles mehr. Schlagen Sie besser schnell zu, solange Sie noch können. Vom 30. Juli bis zum 1. August auf marktüber.com. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute sind wir hier mit dem Hamid. Wie läuft's? Super, perfekt. Bisher gut, aber ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Heute ist ein spezielles Video und zwar, wir machen heute eine kleine Challenge mit dir. Ja. Auf deinem Kanal kommt auch noch etwas sehr Spezielles, schaut auch da gerne vorbei. Ja, ja. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Mhm. Und wir drehen heute etwas, wobei es um deinen Tastsinn geht. Kennst du dich mit Uhren aus? Also, wenn ich sie jetzt sagen würde, ja, perfekt, würde ich lügen. Aber ich hoffe, dass du die Standardmodelle dabei hast. Nicht, dass du jetzt irgendwann Limited Edition dabei hast, wovon es nur 10 Stück gibt, dann natürlich nicht. Okay. Wie viele Uhren sind es? Wie viele muss ich erraten? Also, du wirst gleich die Augen verbunden bekommen. Okay. Ich habe nämlich hier von einer guten Emirates habe ich eine Schlafmaske mit dabei. Weißt du was, darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Das ist natürlich wieder der Herr Gebauer, ne? Das heißt, er fliegt first. Hä? Das kriegst du nämlich, wenn du deine Kabine zumachst, ne? Und trotzdem nicht gestört werden möchtest, kriegst du so eine Maske. Also ich krieg so eine Maske nicht. Nee, okay. Ja, auf jeden Fall, gleich werden dir die Augen verbunden. Ja. Wir drehen dann eine Runde, mit welchem Auto müssen wir gleich noch festlegen. Und machen wir gleich Schnick, Schnack, Schnuck. Genau, und dann gebe ich dir immer wieder 5 Uhren in die Hand und du musst dann ertasten. Also gleichzeitig? Nee, also nacheinander. Ach so, okay. Und wenn du richtig rätst, kannst du dir ein Parfum bei uns aussuchen. Das Problem ist nur, wenn du natürlich jetzt das nicht schaffst, dann kommt der hier, ne? Ein Espresso-Löffel. Was? Hey, du hast doch gerade die Jungs gehört. Espresso-Löffel? Du kannst doch scharf essen, hast du gesagt. Ja, mit Tabasco hast du kein Problem, hast du gesagt. Nee, dann mit Tabasco habe ich auch kein Problem. Ja, das ist so ähnlich wie Tabasco. Ey, komm, ja, sicher. Wenn ich mir das alleine, ich durfte mir das mal eben anschauen. Also erstmal hier, ganz wichtig für unsere muslimischen Kumpels. Halal. Ja. Ne? Ganz wichtig, ja, sein, ja, ganz wichtig. Und dann, wie viele Peperonis hast du drauf? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das die Stärke? Ja, wenn du schon damit ankommst, dann ist das... Oh nein, oh nein, oh mein Gott. Bitte wasch dir, wenn du dir damit in die Augen fasst, dann ist der Tag vorbei. Du musst wirklich aufpassen. Alter, jetzt machst du mir echt Angst. Aber wir legen los. Was haben wir zur Auswahl? Erklär mal ein bisschen was. Wir haben einmal den Porsche GT2 RS und einmal den Ferrari TDF. Mein Favorit, wer mich kennt, weiß sofort, welches Auto ich nehmen würde. Aber ich würde mal einmal Rainer dazu holen, weil die Autos sind sehr, sehr speziell foliert. Jeder sagt ja von Gewichtsersparnis, aber ich würde mal sagen, Rainer, hier sind nochmal 2, 3 Kilo, 4 Kilo Schutz drauf, oder? Also als ich hier reingekommen bin, habe ich gesagt, das sieht ja absolut heftig aus, was er hier gemacht hat. Ist das alles bei euch entstanden? Alles bei uns entstanden. Der ist jetzt auch schon ein bisschen drauf. Also der war wirklich in Einsatz und der fährt auch Rennen. Okay. Krass, aber das siehst du auch hier. Stimmt, das, ja. Ne? Ja. Die Steinschläge, aber der ist trotzdem geschützt, die gehen nicht durch. Ne? Ja, wir haben unten PPF, Lackschutzfolie. Ja, PPF. Unten Lackschutzfolie, oben praktisch dann die gedruckte Designfolie drauf und dann noch Chromelemente am Top. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, was haben wir hier? So, das ist ja natürlich der legendäre, der F12 TDF. Die Italiener haben es echt noch Tour de France genannt. Mhm. Das ist echt, es ist ja auch eine heftige Farbe, eine blaue Farbe, also Blauton von Ferrari, was ja extremst beliebt ist, ist auch eine Sonderlackierung, Tour de France Blue. Für mich einer der schönsten Farben. Habe ich hier an der Innenseite gesehen, ne? Ist der Tour de France Blue? Der ist blau, oder? Der ist sogar Tour de France Blue? Der ist Tour de France Blue, das Ach, ist aber nur ein kleiner. Krass, das wusste ich gar nicht. Ach so, ich habe gedacht, deswegen sagst nein, du mir das. Nein, ich habe wegen dem Namen habe ich gesagt, so. Der Tour de France Blue ist einer der beliebtesten Farben, Sonderlackierung. Ja, auch 2 Schichten Folie drauf, einmal eine normale Wrapping. Habe ich schon gesehen jetzt und dann nochmal drauf, ne? Die Glänze ist ein Glänzen und dann ist komplette Schutzfolie drüber in satiniert matt. Boah. Welches Auto würdest du dir wünschen? Ey, komm, was ist das für eine Frage? Natürlich würde ich einen Ferrari nehmen. Du würdest den Ferrari nehmen? Du würdest ja den Porsche nehmen. Ich würde den Porsche, also ich bin mit beiden sehr glücklich, aber ich würde den natürlich mehr. Also wenn ich das sagen darf. Ja. Rainer ist Schiedsrichter. Okay. Das passt mit seiner Lederhose. Ja. Das ist natürlich Ach so, haben die Schiedsrichter immer Lederhosen an? In oder? Bayern, ja. Ach so. So, und dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Wenn ich gewinne, fährst du den Ferrari. Bei mir ist ja schwierig mit verbundenen Augen. Ja. Und wenn du gewinnst, den Porsche, ist das ein Deal? Ja, ist ein Deal. Okay. Okay. Haben wir schon mal ersten Deal? Ach so, sorry. Ist er Herr Gebauer? Ist er Herr Gebauer? Herr Gebauer. So. Dann, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe gewonnen, Digga. Dann, ich habe gewonnen! Ist das bei dir Taktik eigentlich? Ja, immer. Du machst immer Papier? Daran kann man sehen, dass Marc sich mit mir gar nicht beschäftigt hat, ja? In allen meinen Videos wirst du sehen, dass ich immer Papier nehme. Oh,
verdammt. Aber egal, ich freue mich drauf. Du kennst meine Seite schon, ne? Natürlich. Okay, alles klar. Was ist los? Ja, dann ist deine Zeit jetzt gekommen. Bitte einmal einsteigen und dann gucken wir mal. Der ist immer so souverän und so locker. Immer so, bitte einmal einsteigen. Ich fühle mich jetzt echt wie hier, okay, alles klar, Herr Gebauer. Ich steige jetzt ein. Also man sitzt schon mal tief. Hier ist, also das hier ist... Aber das ist sofort Wohnzimmer, oder? Wow. Ist das nicht geil? Was ein Auto. Das ist ein mega, guck mal, schön Alcantara, Kontraststitching, eigentlich in Wagenfarbe, Tour de France Blue. Ja, das ist schon eine Ansage hier, das ne? Ist Gang 1 weiß ja, ne? Wie bei Portofino. Portofino End, Entschuldigung. So, dann gucken wir mal. Wie fühlst du dich im Auto? Also sehr, sehr stabil, sehr gut behütet hier drin. Ich fühle mich hier wohl. Also, boah, wie es sich anhört, ey. Geil, ne? 12-Zylinder-Sauger. Wow. Also. Das ist schon eine Nummer. Hier hast du schon. Würdest du so ranken, so vom wie sehr magst du das Auto? Also, ich würde mal sagen, jede Leichtbauversion im 12-Zylinder-Bereich bei Ferrari kannst du nichts mit falsch machen. Gerade limitiert. Und der Vorgänger, der 599 GTO, auch ein mega Auto. Also, wenn wir von 1 bis 10 nehmen, sehe ich das Auto bei einer 7 bei mir. Okay. Marc wird immer ruhiger. Krank, ey. Okay, heftig. Ja, ich trau mich doch nicht so sehr. Ich mach, ja, aber der Sound ist schon gut. Du bist nur im Sportmodus, du bist auch nicht mal im Race-Modus. Hör auf, ey. Wir können jetzt immer geradeaus fahren. Hier einfach geradeaus? Ja, immer geradeaus, okay. Landstraße. Ja, würde ich sagen, ey, wenn du jetzt nicht performst, nein, ne, komm, dann bitte. Enttäuschst du mich wirklich. Nein, komm, echt, ich kenne mich nicht so gut mit Uhren aus. Wir gucken mal. Nach der Ampel. Nach der Ampel, okay. Ja, okay, starten wir? Wir starten. Also alles einmal klar. Anlegen, mein Lieber. Ich fahre hier nur geradeaus. Ich muss nur auf meine Haare aufpassen. Und wir fangen mit der ersten Uhr an. Also wirklich, ey Hamid, ich bitte dich. Ne? Wir zeigen es einmal in die Kamera. Das hier ist das gute Ding. Wie viele muss ich denn richtig? Wie viel? Ja, du musst also, 3 Stück schaffen, musst du. Ach so. Einmal hier Hand ausstrecken. Also erstmal, was fühlst du? Also musst du die Marke nennen, oder? Also das Modell muss auch schon sein. Was? Jetzt komm. Das Modell, da bin ich echt raus. Das geht doch gar nicht. Was? Das Modell? Wie soll ich denn das Modell erkennen? Also erstmal, sag mir mal, ist die Uhr leicht, ist die Uhr schwer? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, die Uhr ist extrem schwer. Ja. Für mich jetzt als Laie, würde ich sagen, alter Schwede. Das erinnert mich an meine Uhr, die ich zu Hause habe. Die ist nicht so schwer. Dadurch, dass sie hier Stahl... Ist das Stahl? Nennt man das Stahlarmband? Ja, also es oder könnte Stahl sein, kann auch ein anderes Material sein. Titan ist ja relativ leicht, ne? Genau. Das ist jetzt halt ein bisschen schwerer. Das ist jetzt schwerer. Ich bin ja persönlich nicht so ein Fan von, wie nennt man, Alter, du weißt, du machst mich fertig. Oh mein Gott, was machen wir hier? Ja, ich weiß nicht, du machst mich fertig, Alter. Wovon bist du kein Fan? Das ist echt, du machst mich fertig. Achso, warte mal, hier kann ich es auch ertasten. Warte mal, das ist ein Rolex. Ja, ist schon mal richtig. Das ist richtig? Ja, ist schon mal richtig. Das habe ich jetzt hier. Ja. Aber ich kann dir nicht die genaue Marke sagen. Modell. Ist das gängig? Also muss ich es kennen? Klar, du musst das kennen. Okay, bei Rolex, dann ich weiß, dass der Submariner sehr gängig ist. Ist das ein Submariner? Also sind wir heute beim Tauchen oder sind wir beim Autofahren? Ach so. Scheiße. Was ist das denn bei Autos? Submariner? Daytona. Das ist es. Ach so, geil. Ja. Hier, guck mal nach. Das ist nämlich die. Darf ich gucken? Ja, das ist die Platin Daytona. Ach, geil. Sehr, sehr schwer. Alter. Ist auch das teuerste Modell aus der Serie. Also, was kostet sowas denn? Die liegt aktuell bei 85.000 Euro. Wahnsinn. Also die hat. Ich finde auch ein Zifferblatt in so einem Eisblau. Eisblau, ja, genau. Nur Platin hat halt dieses Zifferblatt. Ach so, okay, alles klar. Jetzt kommt die nächste Uhr. Jetzt bin ich mal gespannt. Bitteschön. Ist leichter oder schwerer, was würdest du sagen? Es ist wesentlich leichter. Ja. Aber wieder Stahl. Oder hier, ich würde mal jetzt in Autofachjargon sagen Hardtop. Ja, okay. Ja. Also Stahl ist schon mal richtig. Stahl. Ich kann dir schon mal einen Tipp geben. Ja. Das ist auf jeden Fall eine teurere Uhr. Ah, okay. Teurer als? Mhm. Sechsstellig also. Mhm. Ist das rund? Das ist immer ein guter Indikator. Wie ist die Lünette aufgebaut? Lünette heißt das? Ja. Oh mein Gott, ich lerne heute richtig. Die Lünette. Die
Zuschauer lachen mich so derbe aus jetzt. Das Lustige ist, Leute, es gibt noch ein Video, was wir noch nicht abgedreht haben auf seinem Kanal. Schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Ich weiß bis jetzt nicht, was wir machen. Ja, und weißt du, was das Schöne ist, dass wir es danach machen. Das heißt, ich kann mir noch mal was anderes überlegen, was ich mit dir mache. Boah, das ist echt schwer. Ich erkenne nicht, ob die Lünette rund ist. Das ist auch mies. Hier ist auch nichts, ne? Boah, ich vertraue dir voll, ne? Du fährst ganz schön. Alter, es ist nur noch am Wackeln hier. Was ist los? Wo sind wir? Fährst du Offroad? Wir sind Offroad jetzt hier. Wir die Kiste kostet über 1 Million, Alter. Pass auf. Pass auf. Boah, das ist ganz schwer, Marc. Was für Marken kennst du? Also, ich kenne Patek. Okay. Hublot. Okay. Panerai. Okay. Rolex. Okay. Welche Marke? Omega. Welche Marke von denen ist denn teurer als 85.000 Euro? Patek. Okay. Dann ist das ein Patek Philippe. Ja, schon mal gut. Jetzt aber welche Dings? Die werden doch immer mit Patek. Wenn du das jetzt nicht weißt. Alter, hör das auf, hast du die ganze Zeit. Patek ist einer meiner Lieblingsuhren. Davon merke ich hier aber gerade nichts. Ja, weil ich habe ja noch nie so eine Uhr mir angeschaut. Was heißt angeschaut? Noch nie so eine Uhr ertastet. Das ist ja hier schon fast pervers hier, was ich mache. Weißt du, ich liebe dieses Patek Philippe, was so grüne Armbänder hat und grüne Ziffern. Ah, okay, das ist die Aquanaut. Okay. Davon gibt es aber auch noch ein anderes Modell. Aquanaut, genau. Was ist das andere Modell? Patek Philippe AP. Das heißt, nee, AP ist das ja dann nicht, ne? Das ist ja AP ist ja was. Nee, Patek Philippe, Entschuldigung, das schneiden wir raus. Cut. Also Patek Philippe, ich weiß es nicht. Ich kann dir nur sagen, Patek Philippe. Okay. Was ist das? Dann bist du leider raus, das ist die Nautilus. Ach. Die Nautilus, kannst du auch mal nachschauen? Oh. 1-1. Oh mein Gott, das ist so eine geile Uhr. Heftige Uhr. Also Chronograph. Eine zeitlose geile Uhr. Ich muss sagen, also heftige mega. Uhr. Ja. Eingestelltes mega. Modell, auch einer meiner absoluten Lieblinge. 110.000 Euro. Und was hat der Liste gekostet? Also die hatte mit dem niedrigsten Punkt damals, also Liste, glaube ich, 35.000 gekostet, wurde aber unter Liste gehandelt, hat man damals für 25 auch bekommen, weil sie niemand haben wollte. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Und was heißt damals? Kann ich dir sagen, 2016. Ach, Wahnsinn. Sind das jetzt deine Uhren? Die haben wir alle zum Verkauf. Also das heißt, wenn jetzt jemand zuschlagen will, dann kann er jetzt kurz. Also für euch als Info, das ist meine absolute Lieblingsuhr. Ja, einfach aber mal die ist Nautilus oder wie das heißt? Nautilus, genau. In grün, die ist schon geil. Ne? Aquanaut meinst du? Aquanaut mit dem grünen Armband. Ja, genau, das ist auch cool. Ja, ja, aber das ist echt fies, Mann. Lass mich nur die Marken haben. Okay, ja. Das ist genauso, als wenn ich zu dir sage. Ja, okay. Weißt du? Okay, gut. Oder was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Das ist ja Wahnsinn, was er mitgemacht hat. Dann geht's weiter jetzt. Sagen wir so, bei der hier musst du nur die Marke, okay? Okay. So. Weißt du, was das Problem ist? Ja, bitteschön. Du fährst ja Landstraße gerade. Ja. Und ich muss sagen, das ist echt. Meinst du vom Wackeln, oder? Also vom Wackeln und so. Hast du Womex dabei? Nein, ist so schlimm. Ich fahr schon sehr. Aber ist ja alles Alcantara, ja, ne? Ja, das kriegt man raus, das geht raus. Was fühlst du? Also, schon mal eine andere Form, ne? Andere Form, komplett rund. Kette oder was ist das? Ja, das nennt man Milanese-Armband. Milanese-Armband? Ja, das ist schon. Linutte? Wie heißt das? Linette, ne? Lünette. Ach, Lünette. Das ist der lustigste Dreh überhaupt. Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung. Diese Marke kennt man. Diese Marke kennt man 100%. Ist im Einstiegspricing. Was heißt Einstiegspricing? 5.000 Euro. Ach so. Sag mal ein paar Marken. Omega hast du gesagt, Panerai hast du gesagt. IWC. IWC, okay, weiter. IWC, Hublot. Okay. Aber für Hublot weiß ich nicht. Nee, Hublot nicht, ne. Hat das irgendwas. Boah, das ist echt schwer, Mann. Wie soll ich das erkennen? Ja, sag doch mal ein paar Marken. Ich weiß, dass. Panerai habe ich schon gesagt, ne? Mhm. Panerai hat ja immer so einen Bügel, das wird es ja direkt fühlen. Achso, okay. Also ich weiß, dass ja jahrelang Bentley auch mit Breitling. Okay. Breitling, deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass aktuell kein Breitling mehr verbaut wird. Ja. Finde ich extrem schade. Boah, ich sag mal so, alle Marken, also du hast jetzt eine Menge Marken eben so aufgezählt. Ja. Irgendeine war es. Das heißt, du musst dich einfach festlegen. Das ist jetzt Ratespiel. Ja. Eine Marke, einfach sag was. Wie lange willst du den Beitrag? Ich kann es auch noch ziehen. Nein, das ist okay. Das, du kannst einen raushauen. Wir sind schon bei Minute 25. Alle schalten weg. Oder alle gehen weg. Okay, wenn du mich so fragst, was ich extrem schade finde, dass es bei Bentley leider nicht mehr verbaut wird. Ich sag, wenn du so sagst, raten, sage ich einfach Breitling. Ja, guck mal nach.
Ist richtig. Alter! Ist die neue Super Ocean Heritage, ja, mit dem grünen Blatt. Hast du Glück gehabt. Alter. Ist immer so, bei Breitling ist immer so eine sehr präsente Uhr am Handgelenk. Extrem groß, ja. Sehr maskulin, markant. Aktuell gehen die Uhren eher wieder, die werden alle ein bisschen kleiner. Das heißt auch Herrenmodelle werden eher so 36 mm. Okay. Breitling behält diesen Stil halt bei und ist okay. Also für diesen Preis, man kriegt halt auf die Uhren gute Rabatte. Und hier haben wir die neue Version mit dem grünen Ziffernblatt. Aber siehst du hier auch ein Wertsteigerungspotenzial? Null. Null? Null. Okay. Die Uhr kauft man sich, weil man Bock drauf hat. Okay, verstehe. Wenn du die verkaufst, egal, komm zum Beispiel bei mir, ich sag mal so, ich gebe dir 30%, ich kaufe die Uhr an mit minus 50%. Ah, okay, und das ist halt meine Marge, von daher, man macht auch jetzt nicht die Welt platt. Verstehe. Aber es ist jetzt nicht so, dass man eine Breitling sich kauft als Wertanlage. Aber man muss auch ganz klar sagen, das muss auch nicht immer sein. Ne? Wir hier in Deutschland, wir neigen dazu, wenn wir uns einen Kaffee kaufen, wollen wir den auch weiterverkaufen. Ja, 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 das stimmt. Aber eine sehr schicke Uhr. Ja, ne? Sehr schick, ja. Finde ich sehr schick. Okay. Finde ich sehr, sehr schick. Noch zwei Stück hast du. Und ich glaube tatsächlich, dass du nur noch eine richtig raten musst, dann hast du dich gerettet. Vorsicht, Nein, da passiert doch nichts, da ist ich drüber gefahren. Hallo, da sind Magnesiumpumpen. Ja, egal. Das habe ich gesehen. Und zwar haben wir hier etwas. Sitzen meine Haare noch? Etwas ganz anderes, aber führen wir auch. Hier, bitteschön. Als auch offizieller Distributor. Das ist ja ein Fliegengewicht. Ganz was anderes. Und ich bin mir fast sicher. Kann ich ganz offen reden? Ich bin mir fast sicher, dass du das auch schon mal am Handgelenk hattest. Oder also zumindest den Hersteller. Also ich würde sagen, also es wirkt nicht so hochwertig wie die anderen. Okay. Boah. Das ist die leichteste Uhr. Ist auch eine Ikone, muss man ganz klar sagen. Also ist jetzt, ne, ist auch wenn es sich so anfühlt, ist auch ganz andere Preisklasse. Okay. Aber es wirklich auch gehört in die Uhrenwelt, muss man ganz klar auch nennen. Also dies. Was kostet die Uhr so circa? Diese Uhr kostet 199 Euro, manche, oder 170 Euro. Krass. Und die handelst du auch? Ja. Muss ich mir nur deinen Instagram mehr so. Ja, das ist, ich feiere die auch selber, auch wenn du mal die Form mit der Hand abläufst. Ne? Ja. Die erinnert dich so ein bisschen an Audemars Piguet. Okay. Hat auch so einen ähnlichen Zusatznamen. Okay. Und ich empfehle das immer für Leute, die jetzt so auf Reisen gehen oder einen Städtetrip machen. Man muss ja nicht immer die teuersten Sachen mitnehmen und ich selber finde die auch cool. Du würdest die auch tragen für 199 Euro? 100%. So ein Top-Verkäufer, Alter. Das ist so. Ey, man kann nicht jeden Tag Steak essen, ne? Ja, stimmt, hast auch recht. Wenn du so fragst, dass ich die schon mal hatte, ich hatte früher immer als Kind Casio. Casio kennst du, ne? Mhm. Oder? Ja, ich kenne Casio. Weil Highlight war damals, wo die noch abends Lampen hatten, wo wir dann immer abends extra. Wolltest du wissen, wie spät es ist? Da haben wir auf den Knopf gedrückt, da ging die Lampe an. Ja. Weißt du noch? Ja, ja, ja. Dann, gehst du mit Casio? Bitte? Gehst du mit Casio? Also würdest du es einloggen? Jetzt? Ja. Swatch könnte es auch sein. Swatch könnte es auch, aber wohl Swatch ist schon. Swatch, ja? Aber Swatch wäre ein bisschen mehr Plastik, finde ich. Ja. Boah, das ist jetzt echt schwierig. Ich würde sagen Casio, ja. Okay, guck mal nach. Ja, ist die Casio Oak. Also die hat echt die Lünette. Jetzt? Ja, ist die Casio Oak. Die ist so aufgebaut, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ach, geil! Ja, ja. Und ich sag dir so, wie es ist, das ist ein neues Modell. Geil. Und wenn man jetzt so unterwegs ist und du weißt, es wird so ein bisschen Adventure-mäßig und so, dann kannst du die rocken. Auch übrigens meine erste Uhr damals noch zur Kommunion habe ich eine G-Shock bekommen. Ja, ja. Und ich war so stolz darauf. Geil, ne? Das war echt cool. Ja, mega. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast dich gut geschlagen. Du darfst dir ein Parfum aussuchen. Sehr geil. Ja, ist natürlich die Frage, du weißt, was die Community sehen will, ne? Ja, ich weiß, ich mach's trotzdem. Ja, okay. Ich mach es. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Okay. Ich hatte jetzt noch eine Uhr mit dabei, die kann ich dir noch zeigen. Ja, gerne. Hier kannst du mal aufmachen. Ja. Das hier ist... Guck mal, die Uhr will er nicht so zurückhaben. Merkt ihr das? Merkt ihr das bei den anderen beiden? Oh, gib her, aber jetzt die hier. So 199 Euro. Nein, du, ja. Ich zeig dir mal die andere Uhr. Das, was wir hier drin haben, ist ist auch eine Marke, die sich wirklich gut gemacht hat. Die neue Cartier Santos. Wow. Auch mit einem grünen Ziffernblatt. Ist, also Cartier Santos verkaufen sich auch gut. Die hätte ich nie erraten. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Und was kostet so eine Uhr? Die liegt jetzt so bei 8.500 Euro. Ach so, Euro. Aber hätte ich jetzt teurer erwartet als Cartier. Hat auch so ein paar coole Features. Also kannst du hier so schnell das Band wechseln. Das ist ein zweites Band auch mit dabei. Ah, cool.
Also das haben die schon elegant gemacht halt. Wenn du ist das eine Männeruhr jetzt? Das ist eine Herrenuhr, ja. Finde ich als sehr weiblich. Achso, doch, nee, das geht, wenn ich so sehe. Ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt zu mir kommst und du willst eine Uhr haben für 8.000 Euro, 7.000 Euro und es soll keine Vintage Datejust sein, da gibt es keine Alternative. Ah, okay, verstehe. Darum decken die ein ganz interessantes Produktsegment ab. Ne? Verstehe. Aber mega cool, ja, mega cool. Coole Idee. Aber jetzt kommt gleich meine Idee. Jetzt kommt gleich deine Idee. Also, und wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann schaut gerne in der Beschreibung vorbei, denn da ist alles verlinkt und wir laden zur selben Zeit hoch, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das wird richtig geil. Jetzt hier rechts. Das wird richtig geil. Aber jetzt sind wir erstmal heil und gesund zurück. Das ist das Wichtigste. Oder? Das ist schon Genau. Und obwohl ich gewonnen habe, weißt du was, ich gönne mir das jetzt einmal. Ja, das machen wir doch. Das machen wir doch jetzt. Mach das jetzt einmal. Das machen wir doch jetzt. Hier vor. Hat echt Spaß gemacht, Mann. Ja, muss ich auch sagen. War cool. Wieso geht das hier nicht auf? Es ist halt, ihr müsst mal einmal, macht mal Spaß, fahrt mal mit einem Kumpel, Augen zu und er fährt mal ein bisschen Landstraße. Und dann gibt er mal ein bisschen Gas, dann fängt es an zu wackeln und dann will ich euch mal nach einer halben Stunde sehen. Oh. Er hat sich gut geschlagen, aber weil er natürlich ein heftiger Typ ist, probier das jetzt trotzdem. Dann, ich würde sagen, mix das doch erst. Wir machen aber jetzt keinen Löffel. Ne, weil nein, komm bitte. Also ich habe gewonnen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht, aber ich muss es jetzt mal probieren. Nimm einfach mal, ich nehme mal Finger. Darf mach mal einen Finger, ja. Corona ist vorbei. Also ich muss sagen, du bist schon, ja, okay. Muss ich? Ja, gib Gas. Alter, eins, zwei, drei. Das Spannende bei der Soße ist, wenn es jetzt so losgeht, dann haben wir ein Problem. Aber normalerweise ist das so. Normalerweise ist das so. Am Anfang die Leute sagen immer, nee, das geht. Oh, ich hab Schluck auf. So schnell geht das bei dir? Du kannst doch Tabasco essen. Alter. Du sagst doch, du kannst Tabasco essen. Ich hab Schluck auf. Was ist das für ein Zeug? Wenn du das Gebauer-Menü isst, dann kommt da auch so ein kleiner Klecks drauf. Das ist gewaltig. Mm. Und du kannst das essen? Ja, ich kann das so essen. Aber es ist schon scharf. Ne? Wir haben hier so knapp 2 Millionen Scoville. Eine Sache habe ich gehört. Gegen Schärfe ist das Beste Milch. Brot, ne? Milch. Milch. Mhm. Kann nicht mehr reden. Ciao, Digi. Hat Spaß gemacht. Alter. Aber ich sag immer, es ist wie ein Espresso, ne? Nee, ich brauche meine Augen tränen sogar. Aber das du steckst es ganz gut weg so. Ich kontrolliere mich gerade, weil die Kamera an ist. Okay. Also Milch soll das Beste sein. Marc? Ja. Das ist frische Vollmilch hier aus Bayern. Boah, das ist echt gewaltig. Aber jetzt, guck mal, alle deine Wehen, alles ist offen. Jetzt hast du richtig gleich Energie. Du hast ich spüre meine Zunge nicht. Gleich bist du richtig, du bist richtig gut drauf gleich. Hast richtig Energie, ja? Ja, dann freu dich auf deinen Challenge. Ja, okay. Ciao. Ciao, ciao.